Die starke Kernkraft. Tja, 1938 hat Otto Hahn zum ersten Mal die starke Kernkraft künstlich freigelegt. Er hat einen Kern gespalten. Wenn man sich mit Atomkernen beschäftigt, stellt sich ja grundsätzlich die Frage, wie kommen die überhaupt zustande? In den Atomkernen, vor allen Dingen jenseits von Helium, also da, wo mehr als ein Ladungsträger im Kern ist, zum Beispiel beim Helium-2, fragt man sich ja, wie können gleichnamige Ladungen in so einem winzig kleinen Kern eigentlich zusammenhalten? Die würden sich doch abstoßen. Gleichnamige Ladungen stoßen sich doch ab. Stimmt. Deswegen war relativ schnell klar, als man wusste, wie klein ein Atomkern ist, dass es eine Kraft geben muss, die viel, viel stärker ist als die elektrodynamische Kraft, die dafür sorgt, dass gleichnamige Ladungen sich abstoßen. Und diese starke Kernkraft, die führt dazu, dass ein Atomkern zusammenhält. Spaltet man den Atomkern, dann wird genau diese Kraft frei. Wie ein böser Geist. Denn die starke Kernkraft ist die Kraft, die frei wird bei allen Atombomben. In kontrollierter Form frei wird in Atomkraftwerken, die eigentlich Kernkraftwerke natürlich heißen müssen. Also da, wo Atomkerne gespalten werden. Aber diese Kernkraft wird auch frei, interessanterweise, wenn kleine Elemente, wie Wasserstoff zum Beispiel, zu Helium verschmelzen. Es ist die stärkste Kraft im Universum und mir ist noch nicht klar, ob unser Gehirn tatsächlich bereit ist für die Kontrolle dieser stärksten Kraft im ganzen Kosmos.